So, meine lieben Freunde, damit sollte jetzt auch hier mit dem Livestream losgehen. Ich habe Bock, heute mal mit euch ein bisschen den Karrieremodus weiter zu zocken, und zwar mit Holstein Kiel. Ich werde das nochmal gleich teilen. Noch sieht man das Spiel nicht. Ich hoffe, das sieht man gleich. Ich werde das eben nochmal hier teilen und ja, mal gucken, wann die ersten reinschalten. Sub. Okay. Und die ersten, die reinschalten, wunderbar. Ich habe eben gerade nochmal den Stream geteilt. Sehr schön. So, jetzt einmal bitte. Ah, Display wird schön angezeigt. Super, das funktioniert. Ich hoffe, das läuft alles jetzt auch. Soweit, so gut. Und ja, die ersten schalten gerade rein. Hallöchen. Asam, moin moin. Die zwei Bros, hallo, Albo Gamer, moin, Uli Totenschuh, hallöchen, Saleh, das ist nicht die, oder erstmal moin, das ist nicht die Karriere mit den Ikonen, das ist Holstein Kiel erst einmal. Ich dachte mir, heute können wir ruhig ein bisschen mit Holstein Kiel spielen und ich mache nebenbei so ein bisschen Musik an und ja, alle, die ihr gerade reinschaltet, freut mich, dass ihr hier reinkommt. So, wir machen mal. Kann ich das hier abspielen? Ich weiß es noch nicht so genau. Mal kurz gucken. Das ist hier meine Playlist, die ich hier anhabe. Aber da muss er auf eine Festplatte zugreifen, wo erstmal noch geladen wird. So, ein bisschen Musik im Hintergrund. Pausieren können wir das immer noch. Okay. So, was ich nicht probiert habe, ist Spielaufnahme zu nehmen, statt links, damit ihr nicht mehr den Monitor hier so seht. Und ja, Adi, moinsen. So, die ersten schalten rein, das ist sehr schön. Wir haben hier offenbar das Spiel gegen Düsseldorf vor uns. Ben, moinsen. Linus, hallöchen. Tim, moin. Alle, die reinschalten, freut mich, dass ihr da seid. Ja, wir haben das Spiel jetzt am 22. Dezember 2018 gegen Düsseldorf. Danach haben wir ein Spiel gegen Köln. Ich muss ja mal ganz kurz die Mannschaft abchecken, ob die soweit, ja, so richtig frisch sind sie nicht. Aber ich sehe zum Beispiel Vasiliadis, den könnten wir als Zehner doch mal reinbringen. Mit Drexler ein bisschen fit ist. Kinzombi ruhig mal tauschen. Mit Ducouré. Wir hätten hier Eggestein, wir hätten hier Duxch. Ja. Eine Frage, wie soll man in nächster Saison, was? Wie soll man in nächster Saison, denn ich weiß nicht, wie es geht. Wie soll man in die nächste Saison einfach weitermachen? Das lädt von alleine in die nächste Saison, wenn du das meintest. Futschinger, moin moin. So, Van Ammoniak, der ist hier auch noch da. Den bringen wir mal rein. Was haben wir denn noch hier für Jungs? Sigurdsson hätten wir hier noch. Wie sieht's denn bei dir da aus? Antritt, der ist gut. Schindler ist halt auch nicht schlecht. So. Halt schon lange nicht mehr gespielt. Mit der Mannschaft. Müssen wir sich erstmal wieder zurechtfinden. Aber okay. Aha. Ja, klar, Hugo. Wenn du meinst, dann kannst du ja auch einfach den Stream verlassen. Juckt ja auch keinen, wenn du hier reinschreibst. Weil, ne? Weil du vielleicht auch etwas irrelevant bist, mein Freund. So, wir speichern hier ab und starten direkt weiter. Moin, Luca. Die Icon-Karriere wird es dann demnächst geben. Wir werden heute uns mit Holstein beschäftigen. Wir wollen direkt mal in das erste Spiel gehen. Und mal gucken, ne? So, und das heißt, so langsam mal die Musik ausklingen lassen. Ich hoffe, es läuft alles. Ich habe eben gerade so ein bisschen rumgetestet, bin mir aber nicht ganz sicher. So. Di-di-di-di-di. Okay. Dann gehen wir mal auf hohen Druck und schauen mal. Und ich hoffe, dass das soweit jetzt läuft.
Boden etwas nass, nicht ganz so wild. Macht das Spiel nur ein bisschen rutschiger und da Nielsen durch. Oh, 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 oh. Schöne erste Aktion. Super, genau. Sehr schön, Ammoniak. Oh, schafft er nicht, schade. Sehr schön. Okay, während ich spiele, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, sich auf den Chat zu konzentrieren. Es tut mir natürlich da ein bisschen leid. Okay. Oh nein, schade. Okay, lange nicht mehr gespielt, ja. Es ist wirklich schwierig. Ich habe letztens noch mit dem Brescher, als ich jetzt meine Grafikkarte neu hatte, ja. Ich habe eine neue Grafikkarte inzwischen. Oh! Ein Spiel gegen den Brescher gemacht und vielleicht, wenn der mal online kommt, in dem Livestream, kann er ja mal berichten, wie das Spiel gelaufen ist. Ich sag nur so, er hat nicht ernst gespielt, Zwinker. Meint er. Meint er. Er hat nicht ernst gespielt. Ja, kann natürlich sein. Wollte mir ein bisschen eine Chance lassen. War nicht ganz so einfach. Wir hatten sehr viele ausgleichende Tore. Aber es sind doch nicht in der ersten Halbzeit so viele Tore gefallen, wie es früher mal war. Also da hat sich wohl echt was getan vom Gameplay her. Aber ob das so gut ist oder nicht, ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal gerne schreiben. Findet ihr, wie das Gameplay aktuell ist in Ultimate Team? Ist das gut oder nicht? Nervt es, ständig wechselndes Gameplay zu haben? Könnt ihr nicht mal bei einer Sache bleiben? Wow, 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 wow. Schöner Schuss. Hallo Brescher, ne? Wenn man schon von ihm redet. Kennst du mich noch? Nee, Brescher. Ich glaube, wir haben letztens mal gegeneinander gespielt. Da hast du... wie hast du eigentlich da gespielt? Erzähl mal. So, so ganz lübt das hier nicht. Oh, 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 oh. Ich spiele auch jetzt nur auf Legende, weil, ja, schon lange nicht gespielt. Kein Bock jetzt irgendwie noch herum zu experimentieren. Bam! Der ist drin! Da ist das Teil! Fallammoniak! Mit dem! 1:0! Oh, sehr schön. Ja, Freunde. So läuft's. Wunderschönes Tor. Alter, den zieht er aber lang. Pam. Ja, damit geht Holstein Kiel gegen Düsseldorf 1:0 in Führung. Und ja, wenn es euch gefällt, gerne Däumchen nach oben da lassen. Das würde mich natürlich freuen. Immer wieder gerne. Schade, noch nicht vorbei. Der geht auch rein. Sekunde, da muss ich einmal kurz dabben. Es tut mir leid. Da muss ich einfach mal dabben. Kann aber auch sein, dass es schon 2 Jahre her ist. Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. 7:1, da erinnere ich mich nicht. Zutina wollte ich schon sagen. Der Stissen. Jetzt geht's schon wieder los, Freunde. Es geht schon wieder los. Ich sehe es schon kommen. Oh nein, er gewinnt schon wieder so hoch. Ich habe einfach schon so lange nicht mehr gespielt. Ich bin eigentlich noch richtig eingerostet. Aber ist okay. Gegen die Fortuna. Da dürfen wir auch so spielen. Oh! Schön. Keeper rausgekommen. Hat da sich die Pille geholt. Spitzenaktion. Sehr schön. Okay. Einmal darüber. Oh nein! Freistoß, oder was? Hey Jonas, moinsen. Freistoßposition aus einer richtig schönen Entfernung. Schade. Hör auf Anfänger zu spielen, stell mal die Schwierigkeitsgrad hoch. Ja, ich spiele auf -1 sozusagen, also CPU verliert mit Absicht. Das habe ich jetzt so eingestellt. Damit auch ich mal
in den Genuss komme, auch Tore zu schießen. Ja. The Boss Gaming folgt. Sehr schön. Vielen Dank oder Abo oder was auch immer. Vielen Dank. Oh, oh, oh. Lukas, moin. Ammoniak, komplett kaputt. Habt ihr es gesehen? Völlig fertig. Der hat sich da super verausgabt. Hä? War das abseits oder was ist da los? Warum ist Sercek nicht gelaufen? Was? Huch! Den hat er einfach nicht angenommen gekriegt. Na gut. The Boss of Games 99. Vielen Dank für dein Abo. Oh, mein Controller hat sich gerade einfach mal verabschiedet. Gut. Das ist auch gut. Bin ich bei der Karriere dabei? Also ab in die Elf mit mir. Ich weiß das gar nicht. Okay, da bin ich wieder mit dem Controller. Ich werde mal versuchen, das Kabel so ein bisschen so zur Seite zu hängen. Ah, sehr gut. So, ich hoffe, das läuft. Hey, VfB Stuttgart, moinsen. Wie lange machst du schon YouTube? Seit dem 12. September 2011. Ah, da versuche ich zu laufen und kann natürlich die Pille da mir nicht holen. Schade. Der Brescher, bist du eigentlich dabei? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube ja, oder nicht? Ah, der Angriff, nicht gelückt. Habe ich mega gefreut, dass ich die Stream-Empfehlung gesehen habe. Das freut mich. Habe ich dir auch ein Follow hinterlassen. Freue mich auf dein Follow, Kappa. So. Schindler, hier über den Flügel, 45 Minuten. Ich dachte, ich hätte Schindler ausgetauscht, aber dann habe ich es wahrscheinlich doch nicht gemacht. Okay, come on. Also Düsseldorf heute mal so ganz ohne wirkliche Chancen. Ich meine, es kann auch Spiele geben, da läuft das einfach komplett anders. So, dann müssen wir erstmal ganz sicher nach hinten spielen. So, sehr schön. Vielen Dank, Freunde, dass ihr reinschaltet. Die Follows raushaut, Däumchen gebt und so weiter. Die erste Hälfte der ersten Partie, die wir heute spielen. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Partien wir hier machen. Wir werden definitiv in die Rückrunde richtig reinstarten noch. Ich habe eigentlich schon in den Titel geschrieben, auf in die Rückrunde, aber ich weiß gar nicht, wusste gar nicht, bei welchem Spieltag wir zuletzt waren. Da müssten wir eigentlich ja noch von der Zeit her kurz davor sein, ne? Vor dem Einzug in die Rückrunde. Huhuhu. Däumchen? Däumchen, ja. Militärin. Oder so, wie der Name ist. Follow, ein Däumchen geben und so. Weiß Bescheid. Wow. Was macht er denn da? Okay, müssen wir mal vielleicht was wechseln. Stissen. Kein Zombie. Nö, Stissen kann noch. Sebastian, moinsen. Bist der Beste. Vielen Dank. Ob ich der Beste bin, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall danke fürs Reinschalten. Oh, Schindler. Ah, den bisschen schärfer rübergelegt und hätte Sercek den reinmachen können. Follow da, aber keine Ahnung why. Mhm. Das kommt vor. Schöner. Sehr schön. Meinst du, Kiel steigt in die Bundesliga auf? Da bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Ist auf jeden Fall halt eine enge Sache, ne? Also auf dem dritten Platz stehen sie aktuell. Es sind noch einige Spiele zu machen. Waren es jetzt 10 oder so?
10 Spiele sind noch, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich weiß es nicht exakt. Da kann ja noch viel passieren. Also könnte runter außerhalb des Aufstiegsbereichs, außerhalb der Relegation sein. Also da ist halt einfach noch zu viel möglich. Aber ich würde mich freuen. Schön ist es auf jeden Fall, dass sie so weit jetzt schon so viele Punkte haben, dass es eigentlich safe ist mit dem Klassenerhalt. Das ist eigentlich so mit das Wichtigste, was ich mir erhofft hatte für die Kieler. Spiel von gestern habe ich nicht gesehen. Ich habe nur erst gesehen, 2-0 stand es in meinem Ticker. Und das ging auf jeden Fall gut ab, muss ich sagen. Das 5-0 war ein Eigentor, oder? Also ich habe das Spiel halt nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie es dazu kam. Kiel kann ich mir abschneiden. Nee, meine ich ja auch. Das war eigentlich ganz wichtig, dass sie 40 Punkte so haben. 40 Punkte sollten eigentlich so die Grenze sein für den Nicht-Abstieg. Also, dass man da raus ist auf jeden Fall. So, da könnten wir mal schauen. Aber es wäre eine Überraschung von der dritten in die erste, ja, definitiv. Genau, die magischen 40. Sagt man ja so, oder? War es nicht so mit 40 Punkten, dass das wichtig sei, damit man nicht absteigt? Also so als Grenze, dann wäre man eigentlich nicht schlecht davor. Genau, ich stream dual, ja. So, Rulani. Eggestein, hä? Offensiv brauchen wir eigentlich nicht so viel mehr. Okay, das war natürlich richtig doof, der Pass. Hamburg ist 18. Oh, echt? Ja, ich hab das jetzt nicht, ich hab immer so ein bisschen geschaut, die letzten Wochen. Bei Hamburg sieht's ja eigentlich gar nicht so gut aus, ne? Also, das ist echt super bitter. Dafür finde ich aber ganz toll, dass es da oben nach dem ersten Platz in der Bundesliga richtig spannend ist. Also, finde es auf jeden Fall richtig, richtig gut. Schalke auf dem zweiten, dann müsste Dortmund, dann Frankfurt gewesen sein. Irgendwie so um den Dreh war das. Und alle sehr nah beieinander. Bis zum fünften Platz, meine ich. Der erste Platz, also Bayern, ist natürlich komplett 800 Kilometer entfernt. Da geht nichts mehr. Weil Köln noch spielt, okay. Ja, Frankfurt finde ich auch nicht verkehrt. Also Frankfurt gehört neben Bayern in der Bundesliga zu meinen Lieblingsmannschaften. Da freue ich mich auf jeden Fall, dass diese recht weit oben stehen. Oh, Nico, du musst aufpassen. Der Bot, der dreht schon durch. Oh, kein Offensiv-Foul, sondern defensives. Wollt mich da schon versprechen? Ah, Fehler, schade. Hermann, schöner Schuss. Meinst du, Bayern gewinnt die Champions League? Schwierig zu sagen, ne? Da kann so viel passieren, dass es, also bei so einer K.O.-Runde mit Hin- und Rückspiel, keine Ahnung. Also, das Spiel gegen Besiktas, war das Besiktas, gegen den sie jetzt spielen? Ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz krass drin, ne? Ich weiß nur, dass sie 5-0 gewonnen hatten. Auswärts, meine ich, war das. War das, wo sie in der Türkei waren? In Istanbul? Ich kann nur vage Äußerungen geben, weil ich nicht alles exakt im Kopf habe aktuell. Aber ich denke mal, die Runde haben sie in der Tasche. Also,
Das muss dann noch mit irgendwie ein Wunder zugehen. Sehr schön. Bayern kann, ich hoffe auf Juve, ja. Also. Ja. Warum nicht? Also, da geht einiges. Also, da ist sehr, sehr, sehr viel möglich. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, ne? Ob und wer wann aufsteigt. Also. Sagen wir mal, Bayern wäre jetzt in der zweiten Liga, hätte da 20 Punkte Vorsprung, so wie sie jetzt in der ersten sind. Da würde ich sagen, die steigen ganz sicher auf. Aber alles andere, wie das jetzt auch zum Beispiel ist, das ist sehr, sehr eng immer noch beieinander. Da ist immer mit Vorsicht das Ganze zu genießen. Genau auch in der Champions League und so weiter. Also da ist immer schwierig zu sagen, ne? Genau, das habe ich auch gelesen. Bei Calcio, ne? Udinese Calcio. Wie heißen sie? Udinese? Der ist tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Ich erinnere mich nur an sein Alter. 31 ist er. Hat erst gerade seinen Vertrag verlängert. Wie heißt er denn nochmal? Könnt ihr gerne nochmal in den Kommentaren schreiben. Ich weiß gerade seinen Namen nicht. Florenz. Bei Florenz. Okay. War das das Spiel gegen Udinese Calcio? Irgendwie war Calcio, Udinese Calcio da irgendwie auch genannt worden. Okay. Okay, das Spiel hätten wir gewonnen, das ist gut. Astori, okay. David Astori, Innenverteidiger. Er war das, ja. Ja, gibt es da schon irgendwie neue Informationen? Wie es dazu gekommen ist? Also, ist er irgendwie krank gewesen? Oder war das vielleicht sogar Suizid? Oder weiß man dazu irgendwas? Also, ich hatte nur gehört bisher, dass da noch nichts direkt zu... dass er zu irgendwas stand. Er wurde auch erst Vater und war Kapitän der Mannschaft. So, der FC Bayern-Fan und Fußballexperte. Aha. Welcher FC Bayern-Fan und Fußballexperte? Wie lange zockst du die Kaja? Wahrscheinlich Karriere, meinst du? Weiß ich noch nicht genau. Wurde noch nicht fest. Er ist dann plötzlich ein Herzinfarkt. Hey, der Kieler, moin. Er lag im Bett. Okay. Offiziell gibt es halt auch noch keine Informationen, wie es aussieht. Aber geht ja auch eben so eine Grippewelle rum. Und wenn du dann halt trainierst und dir irgendwie was aufgesagt hast oder so, kann es echt halt schlimm verschleppen, sowas, ne? Wäre natürlich wirklich dann tragisch, wenn er auch gerade erst Vater geworden ist. So. Das ist natürlich echt immer traurig, sowas, ne? Okay, Köln wäre als nächstes dran. Ammoniak hat sich gut geschlagen, aber ein bisschen müde. Vasiliadis freut sich, dass er mal auflaufen durfte. Wir können ruhig einen Duxch mal reinholen. In Zombie rein. Ah, du meinst Usain Bolt? Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Er kann halt schnell laufen, ne? Aber das reicht ja nicht unbedingt als Fußballer. Also ist vielleicht nicht verkehrt.
So. Ja, sollten wir ihm ruhig nochmal eine Chance geben. Die, 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 die. Die, 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 die. Okay, Leverenz. Alles klar, Brescher. So, hier haben wir den Brescher. Der will nochmal rein hier, habe ich gehört. Ist halt kein guter Spieler, aber naja. Komm, dann geben wir ihm mal eine Chance gegen Köln. Sichos hat auch ein Tor gemacht, meine ich. So, Ammoniak dann raus, Leverenz rein. Okay. Was sagst du zu Jupp Heynckes? Ja, habe ich jetzt kein nichts Besonderes, was ich zu sagen könnte. Also ich denke mal, läuft auf jeden Fall ganz gut soweit, ne? Brescher, kein guter Spieler. Was? Was sagt er denn da? Ja. Was macht denn Brescher? Ist das ein Beauftragter? Was meinst du, Nico? Ah, okay. Seidel, der Kopfball gegen die Latte und Sichos hat ihn reingeschoben. Ich bin sein Manager. Hey Sam. Why not me? Soll ich nochmal gucken? Wollen wir Rot gegen Rot spielen? Ey, das wollte ich gar nicht. Hä? Irgendwas ist da buggy? So. Ich bin sein Manager. Wo habe ich dich denn? Hier, ne? Ah, LM, ja. Ich pack dich mal auf die Bank, okay? Ist die Frage für wen? Tauchst du bitte Horn? Dann machen wir das mal so. Wenn wir für Jungs heute mal ran. Gestöber, nein, sorry! Machen wir das. Heiteres Wetter. Brauchen wir irgendwelche Ton-News? Da ist der Brescher. Ton-News sind an. Mit Tattoos und seinen silbernen Dreads. Ja, moin. Freut mich, dass du dann dabei bist. Willkommen in Dude-Stream. So. Dann musst du aber heute auch richtig abliefern, ne? Drücken wir die Daumen. Läuft. Okay. Krieg langsam etwas Durst. Panti, moinsen. Ja, heute kein Secret of Mana. Aber dafür im Gnu-Pulli, hm? Warum benutzt du eigentlich keine Musik? Außerhalb des Spiels habe ich Musik, aber innerhalb der Spiele mache ich die Musik aus. Turmmusik kann ich jetzt hier nicht so aktivieren, die habe ich sonst immer reingeschnitten. Schalalalala. Schalalalalalala. Oh, dammit. Sehr schön. Pass auf Brescher, der kann halt kein Fußball spielen, aber das ist okay. Ein Pass hat er gerade so hingekriegt. Und der kommt auch aus unserer Jugend. Schlimm, schlimm, schlimm. Oh, schöne Voraktion, schön gut eingeleitet, super. Lieber Madden, alles klar.
Ja, Madden verstehe ich überhaupt nicht. Also ich verstehe Football nicht, hab mich nicht da so eingearbeitet. Könnte ich gar nicht das Spiel. Timo Werner und Lewandowski, da laufen die Verträge aus. Mhm. Ja, ist die Frage, ob wir uns die leisten können. Weil die wollen ja zumindest Gehalt haben. Schlechter Pass. Na, die Kölner kommen jetzt, aber den Ball haben wir wieder schön abgefangen. Ah, was ist denn hier los? Sehr gut, sehr, sehr gut. Und Brescher immer wieder am Ball. Muss man ja echt sagen, gefällt mir doch ganz gut, der Junge. Macht er doch ganz gut. Ist in Ordnung. Aber hinten, da stehen wir nicht ganz stabil. Oh, gut gemacht. Es ist Schach mit Menschen. Ja, ja, vielleicht. Oh, oh. Eieieiei. Alter Finne. Das war schon eng. Die Kölner machen da schon was. Oh, ey, Pässe, Pässe, Pässe. Solange wir die nicht gut spielen, kriegen wir auch keinen guten Aufbau hin. Auch da, viel zu weit. Da ist das Ding. Ja, da waren sie durch und haben sie natürlich die Position schön ausgenutzt. Die Situation sehr schön. Na gut. Okay, schöne Flanke, Direktabnahme. Früchte lohnt sich für uns nicht. Wir haben Gurki, der ist ein richtig guter Keeper. Also vom Potenzial her, meine ich, müsste er 90 plus sein. Und eigentlich ist das Ganze ja darauf ausgelegt, dass wir eine gute Jugend haben. Das war eigentlich so mehr mein Ding. Brescher mit seinen rosanen Handschuhen. Sehr schön. Super, jetzt komm, 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 komm. Oh, schöne Aktion. Wuhuhu. Stark. Hermann ein bisschen müde. Okay, Kopfball. Ja, wir kommen nicht so richtig durch. Oh. Kannst du mal Skyrim spielen? Habe ich schon mal auf YouTube Let's Played und durchgespielt. Vor ganz vielen Jahren, als das frisch rauskam. 2011, 11.11.2011. Genau dann habe ich es angefangen zu spielen. Okay. Also wir sind noch nicht raus. Ausgeglichen, Hermann. Oh, schade. Weiß ich jetzt so nicht, wie man die Spieler bei PES in den Verein macht. Nee.
Ah, zu lang gezögert, zu lang gebraucht. So richtig sind wir noch nicht eingespielt gerade. Erste Hälfte. Es lief eben gerade schon besser. Er hat aber natürlich einige personelle Veränderungen vorgenommen. Aber das ist eigentlich alles kein Problem. Come on, ich setze mich nochmal hier hin. Los geht's. Hohen Druck. Sehr schön. Der Ball kommt nicht an. Schade. Auch da wieder. Also die sieht, also die Aktion, die Ideen dahinter sind eigentlich ganz in Ordnung. Ganz brauchbar. Nur, ja, wie wir es ausführen, ne? Zu überheblich, zu unüberlegt, zu überhastigt, überhastet, wie auch immer. Ihr wisst Bescheid. Zu schnell. Oh, gespielt, aber nicht. Oh. Genau, jetzt würde ich schon ausrasten. Nein, das geht noch alles. Das ist alles noch in Ordnung. So, Leverenz kommt rein, Brescher raus. Er hat alles gegeben, der junge Mann. Oh, Schiri. Sehr schöner Einsatz, Rulani. Starker Typ. Strength 99, was auch immer er hat. Eine Million. Over 9000. Oh nein, oh nein, oh nein. Gut. Mach ihn weg. Was ist das denn? Wo nimmt er ihn nicht? Was macht denn der Keeper? Da, er guckt, hä? Wo ist der Ball? Eieieiei. Okay. Hilft nichts, sehr offensiv. Oh, schön. Ich gehe jetzt ganz offensiv. Das heißt, entweder kriegen wir noch mehr rein oder... Nein. Ja. Vasiliadis, wurde da noch in der letzten Sekunde, wurde da gebremst, gestoppt. Abseits. Oh Mann, von der Bundesliga, welchen Verein ich da mag. Also ich bin jetzt kein Fan direkt von irgendeiner Mannschaft, ich mag Bayern. Ich mag aber auch andere Mannschaften, zum Beispiel Holstein Kiel. Komisch eigentlich, als Kieler. Oh. Es will nicht. Es will einfach nicht. Das Ding will nicht reingehen. Okay. Zwei Tore liegen wir hinten. Das ist nicht die Welt. Das ist nicht die Welt. Mist! Das gibt's doch nicht! Ha ha ha!
Was für ein schwammiger Pass. Bayern wird das nächste Spiel verlieren. Gegen wen? Schön. Oh, nee. Ich wollte eigentlich ganz anderen anspielen, aber so wird das nichts. Schade. Ich habe einfach raufgehalten, weil ich dumm bin. Gegen HSV. Meinst du ja mit Absicht? Wettbewerbsverzerrung, oder? Oh Mann, ey, ja. Wenn es nicht läuft. Ja, mei. Ah, nein! Es ist einfach... Man hat einfach immer ein schlechtes Spiel. Einen schlechten Tag. Ein Ehrentreffer, das wär's doch noch. Okay. Okay. Einfach jetzt mal Abstand davon halten. Ah, es lief einfach nicht, ne? Na gut. So, ich muss mal hier so eine Decke wegmachen. Meine Frau saß gestern hier auf meinem Stuhl. Da haben wir auf der PlayStation That's You gespielt. Da saß sie hier auf meinem Stuhl. Okay. So. Welchen Platz sind wir denn gerade? Wir sind auf Platz 5, das können wir uns mal ganz gut angucken. Am 29 Punkte, das ist völlig in Ordnung, noch 16 Spieltagen. Torjäger von uns natürlich nicht unbedingt einer dabei. Osave, Platz 11, wenn ich das richtig sehe, ja. Okay. Wie laut ist die Musik? Könnt ihr die überhaupt hören? Wenn ich jetzt so rede, kann man die Musik hören? Ist es in Ordnung oder kann die ruhig ein bisschen lauter? Danke für den Einsatz, Coach. Gerne, gerne. Ich würde die sonst ein bisschen lauter noch machen. So. Angebot zurückgezogen. Ja, Indien war jetzt nicht so meine Idee. 2-0 Köln. Gegen wen spielen die? Gegen Stuttgart, ah, okay. Habe ich jetzt erst gerade gesehen. Okay. Man hört fast nichts. Dann mache ich die Musik ruhig ein bisschen lauter, ha? Huh? Okay, machen wir mal auf den ersten. Einmal ganz kurz geschaut. Was haben wir denn hier? Tor nicht gewertet. Monatsbericht, der Jugendspieler. Der Federico Ferrari, 83 bis 94. 51er Gesamtbewertung. Der kann ruhig, der ist 17 Jahre alt. Gutes Potenzial, aber halt noch nicht so gut entwickelt, ne? Müsste man eher dann... Ja, richtig großer Spieler auf jeden Fall. Miguel Fernandez hat den Verein verlassen. Okay. Transferphase beginnt. Wir müssen nochmal reden. Diese Transferphase ist meine Chance, den Verein zu wechseln und neu anzufangen. Bitte geben Sie mir diese Möglichkeit, indem Sie mich verkaufen. Ich weiß ja nicht. So, unser Budget. Wir haben knapp 4 Millionen. Vasiliadis will gehen, weil er einfach nicht genug spielt. Jetzt habe ich ihn schon so ein bisschen noch spielen lassen. Soll ich doch nichts anstellen.
Ja, den kann man gut hochziehen, ja. Ammoniak. Im Sturm eigentlich dann auch Osave und Sercek, meine ersten beiden, würde ich so sagen. So. Ist das Matthias Werkmann? Muss ich nochmal nachgucken. Der Matze, ist das der? Ja, das ist er. Ah, okay. Das sind hier alles Zuschauer zum Teil, ne? Die habe ich hier alle überarbeitet. Das heißt, Transfers. Ich werde erstmal schauen, ob es jetzt irgendwie direkt ein Angebot gibt. Ansonsten würde ich eigentlich so mit der Mannschaft weitermachen wollen. Die entwickelt sich noch ganz gut. So, wir denken, sie sollten sich damit befassen, dass Vasiliadis verunsichert ist. Da sie offensichtlich keine Verwendung für ihn haben, stimmt nicht. Er hat ein paar Spiele gemacht. Genau, der hier wäre auch wieder eine Option für einen anderen Spieler, also für einen Zuschauer, aber das ist mir sehr kompliziert und das würde ich jetzt so auch im Stream vielleicht nicht machen. Ganz gut, dass bei meiner Hansa Rostock-Karriere 2, 3 Drittligisten aufgestiegen sind. Hansa und Bremen. Ah, cool. Teamzentrale, ganz kurz. Statistiken. Vasiliadis, da bist du. Gut, er hat nicht so viele Spiele gespielt, das stimmt schon. Wir schauen mal, wie es aussieht mit den Spielern, die sich verbessern. Ja. Ich denke, Vasiliadis ist eigentlich nicht verkehrt. Den brauchen wir schon noch. RM und ZOM. Aber wenn er halt sehr unglücklich ist. Wir haben halt noch weitere. Ich gebe ihm mal die Option, dass er verliehen wird. Pass mal auf. Auf die Leihliste setzen. Bremen 2 und Bremen sind abgestiegen. Okay. Oh, da sind welche zurückgekommen. Wer denn? Atakan Karazor. Komm, übernehmen wir den einfach mal. Karazor. Kannst du wieder auf dem PC spielen? Ja. So, Karazor ist wieder da, aber der ist halt auch nicht so wirklich von Bedeutung für uns. Ab. War ja auch noch Option. Aber so richtig brauchen tun wir ihn ja nicht mehr. Das waren so die Ideen am Anfang. Aber aktuell, wir haben einfach so viele Spieler. Ich würde Karazor ruhig auch wieder weiter verleihen. Warte mal. Ansonsten würde ich echt nichts machen an der Mannschaft. Wo haben wir ihn denn? Karazor. So richtig brauchen tun wir ihn auch nicht, ne? Kommen wir ruhig mal auf die Leihliste raus. Und natürlich auch Training. Angebot für Lukas Kruse. Oh. Da muss ich gerade mal gucken. Wo haben wir denn Länge des Vertrags? Da. Kruse, okay. Gerne. Van den Berg.
Okay. Da muss ich mal schauen, der Rest ist noch in Ordnung. Spieler auf dem LV. Wie viel haben wir denn da? RV. Sind wir gut ausgestattet? Sicker, Turgenson. Turgenson ist eigentlich unsere Nummer 1 und Sicker dann der Ersatz. Also ist das okay. Erstell mich bitte. Ne, das geht erstmal nicht. Das ist schon ein bisschen aufwendig. Das würde ich höchstens offscreen machen. Danke, Chef. Okay, für was auch immer. Okay, ein Training wollte ich machen, ne? Gesa? So, Jugend-Scouting-Bericht. Was haben wir denn hier? Kann man noch abwarten und Oh, das sind alle weg. Das war der letzte. Ich werde erstmal keine Spieler in die Mannschaft hinzufügen. Also die umändern. Ich hatte dafür ja damals extra ein Video gemacht. Das ist halt schon ein bisschen aufwendig, das Ganze zu machen. Dafür brauche ich halt auch Informationen von euch und alles. Weil einfach so erstellen, also einfach nur den Namen ändern, das ist ja dann ein bisschen langweilig. So, ich hoffe, wir haben gleich nochmal ein Spiel. Schalke holt sich Dier. Erik Dier. Guck mal, Werner und Lewandowski. Ist 22, kann man keinen Vorvertrag machen, ne? Ist auch mehr als 6 Monate noch. Bei ihm sieht man auch nichts. Köln Stuttgart 1-1. Okay. Transferphase geht recht unspektakulär durch, weil ich auch eigentlich nichts unbedingt transferieren wollte. Zwei, ein Stuttgart. Meine Güte, was ist denn los? Ja, Regents, dann hätte ich vorher halt scouten müssen oder gucken müssen, wo die halt sind. Sowas muss man halt vorher eigentlich ganz gut planen oder zumindest wissen, wo die zuletzt abhängen und so. Okay. Dann würde ich sagen, auf ins Spiel gegen Freiburg, ne? Da. Okay. Kann man direkt danach suchen, aufhörende Spieler? Du müsstest dich ja erst scouten, oder nicht? Müssten wir gleich nochmal gucken. Siebzehnter Spieltag. So, heute wollen wir wieder einen Sieg, oder was? Ich denke doch. Okay. Super. Wow. Eigentlich keine schlechte Aktion. Verteidigung hat am Ende aber sehr schön aufgepasst. Auch das war stark. Vielleicht hätte ich da ein bisschen mehr draus rausholen können. Ah, Mist. Dumm. Okay, einmal jetzt hier ein bisschen konzentrieren.
Wir schaffen das. Freiburg ist eine machbare Aufgabe für uns. Come on. Ah, nee. Dumm. Dumm, die dumm. Ah. Wow. Schöner Einsatz auf jeden Fall. Diese Pässe. Ja, komm mal, ihr seid zu zweit. Nehmt ihn doch den Ball. Es geht schon wieder los, Leute. Ja, mein Fehler. Bumm. Ich habe eigentlich die andere Richtung anvisiert, aber nochmal Glück gehabt. Oh. Ich bin aus Kiel. Den Stream kann man später sich angucken. Ich werde den auch nicht ganz zu lang machen. Schade. Ich wollte mir gut vorlegen. Ich wollte mir vorlesen. Hat aber leider nicht so ganz gereicht. Ah. Ja! Sehr schön! Hast du, denkst du, der HSV hat es verdient abzusteigen? Also, wenn sie schlecht spielen, nicht die Punkte machen, dann haben sie es sicherlich verdient. Condor, ich hoffe zumindest, dass Kiel aufsteigt. Wäre schön. Wäre mehr Kohle und so weiter. Schön wäre es auf jeden Fall, wenn sie den Klassenerhalt schaffen. Das haben sie ja eigentlich jetzt soweit gut hinbekommen. Denke ich mal mit den 40 Punkten. Und das ist eigentlich das mit am wichtigste, also das Wichtigste, was sie machen sollten. Ah, was will ich denn? Wo will ich denn hin? Ich weiß es gerade selbst nicht. Aber wenn sie aussteigen, wäre es natürlich cool. Aber ob sie es tatsächlich schaffen? Haben jetzt endlich mal wieder einen Sieg rausgeholt, nachdem sie da viele Spiele lang nicht gewonnen haben. Ja, irgendwas stimmt da bei den Hamburgern auf jeden Fall nicht. Seit Jahren, ne? Robin Schubert, danke für deinen Sub.
So, haben wir unten lang. Boah, schön. Why ist vor meinem Namen eine Krone? Das ist Prime, Julius. Dein Amazon-Konto hast du damit verbunden. Kannst du damit also auch kostenlos subscriben? Da, das hat man als Amazon Prime-User, wenn man sein Twitch-Konto damit verbunden hat. Hallo? So. Also im Monat hat man einen Free-Sub damit. Noch schlimmer als 2014? Okay. Oh, komm an, was wollen die denn? Was ist denn das? Dreht sich da ständig irgendwo hin? Ist doch schlimm. Das liegt aber nicht an den Spielern oder Trainer. Da läuft irgendwas hinter den Kulissen. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ne? Oh, das ist doch so dumm einfach. Das ist einfach so dumm. Und den Pfosten, ey, was haben wir ein Glück. Was haben wir ein Glück. Was ist FreeSub? Irgendwo müsste irgendwo ein Button, also du müsstest irgendwo einen Button haben mit Subscriben. Da müsste mit Prime Subscriben stehen. Okay, heute haben wir aber richtig Luck. Das muss man ja zugeben. Kannst auch bei irgendeinem anderen YouTuber, Streamer oder was auch immer auf Twitch, der einen Sub-Button hat, deinen Prime-Sub einlösen. Kannst aber nur bei einem das machen im Monat. Also wenn du irgendeinen kennst, wo du ganz gerne die Emotes oder sonst irgendwas haben möchtest, was weiß ich, beim Badeschlappen, bei Dihan oder was weiß ich, dann kannst du da das gerne nutzen. Also Emotes sind diese kleinen Smileys da und was weiß ich, was es da nicht alles gibt. Meine Güte, also es grenzt hier schon leicht an Zauberei. Jetzt ist da Osave! Ich dachte, den macht er rein, Osave. Mann, ärgerlich. Das wäre so schön gewesen. Das wird nochmal bestraft, denke ich. Nach einem Monat ist das wieder weg. Genau, du kannst aber deinen FreeSub halt jeden Monat wieder benutzen. Also einmal im Monat kannst du das benutzen, solange du Prime hast. Und da ist es drin. Schade. Früchtel lohnt sich nicht. Für mich. Wir haben einen viel besseren Keeper als Früchtel. Mit genauso einem super Potenzial. Und das ist ein ganz altes Save. Also da sind noch ganz andere Potenziale und so weiter. Ich habe mir schon gedacht, dass das Ganze hier bestraft wird. Oh. Also ich mache Videos seit 2011. Okay. Geht eigentlich noch.
Oh, come on. Ja. Danke. Wir müssen hier dringend irgendwas machen. Wir müssen nur noch den Punkt auf 3 wieder kriegen. Oder halt einfach noch mal einkassieren. GG. Fortnite? Nee, spiele ich nicht. Ah, ist das bitter einfach. Bitter. Ah, Mann. Stand eigentlich so gut. Es ist einfach zu unkonzentriert, keine Ahnung. Halt auch 2 Elfmeter bekommen und die haben sie beide nicht reingemacht. Also eigentlich hätte es hier schon viel schlimmer stehen können. Oh. Zack, noch ein. Ätzend. Ich meine, wenn es nicht gut läuft. Okay. Hätten eigentlich vorhin schon mit Osave vorne liegen müssen. Zercek macht da den Treffer, den Anschlusstreffer. Oh! Jei. Come on. Okay, letzte Chance. Hier nochmal was zu reißen. Nee. Mist. Nein! Oh! Mist, schade! Wir lagen vorne, haben 2 Elfmeter gehalten oder... Ja, einen haben die verschossen. Osawa hatte das Ding auf dem Fuß. Da hätten wir noch mehr ein Tor haben müssen. Ah, nicht geschafft. Schade. Wirklich bitter. Enttäuscht nicht in der Startelf gewesen zu sein. Ja, Eggestein. Was willst du da machen? Eieiei. Früchte ist bei mir auf 98. Ja, das kann natürlich sein. Wenn ich man könnte jeden beliebigen Keeper nehmen und den auf 98 sozusagen trainieren. Das geht bei denen halt einfach super, ne? Super League eventuell irgendwann mal, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. So, Pressekonferenz. Dann loben wir uns mal. Und ich denke... Laufen wir mal kurz hier durch. Ich denke, das sollte auch erstmal reichen. Man muss ja nicht übertreiben. Mit den Spielen. 3 Stück in einer Folge erstmal.
Kiel auf nach Europa. Können wir gucken, ob wir das hinkriegen oder nicht. Ich bin auf jeden Fall nochmal gespannt. Ich denke, wir können dann was anderes noch machen. Also ich werde jetzt erstmal die Folge hier beenden. Dann werde ich mal gucken, ob ich vielleicht noch was anderes spiele oder streame. Oder ob ich so für mich einfach so ein bisschen zocke. Aber ich denke mal, das ist ja schon mal hier ein kleiner Anfang. Heute haben wir 2 Niederlagen kassiert, hä? Angebot für Schindler. Ja, das wird direkt abgelehnt. Oder haben wir 2 Niederlagen geholt? Ich weiß es gar nicht. Halt ein bisschen ärgerlich. Ein Sieg auf jeden Fall. Das zweite Spiel habe ich komplett vergessen. War eine Niederlage, ne? Trainingsverletzung. Zen fällt 2 Tage aus. Transferangebot. Rex ist geblockt. Ihn hier angeboten. Nee. Wird direkt abgelehnt. Arne Sicker. Ein bisschen sollten wir noch machen. Können wir mal gucken, ob die da was machen wollen. So, ist abgelaufen die letzte Frist. Achso, hier kann ich eigentlich Musik anmachen. Ist ja irgendwie wieder ausgegangen. Spiel des Monats ist Osave. Okay. Wir sind leider einen Platz runtergerutscht. Jetzt auf den 6. Platz. Das ist schade, aber soweit okay. Dann heißt es, beim nächsten Mal geht's weiter. Ich hoffe, euch hat's soweit gefallen. Auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen, das wäre sehr cool. Und ja, vielleicht streame ich nachher noch was anderes. Ich werde mal gucken. Werdet ihr dann sehen. Vielleicht kündige ich es noch an oder so. Den Stream wird es später auch online geben auf YouTube. Und ja, dann sage ich erstmal danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.